Was bezahlt man damit? Eisen zum Beispiel. Ich meine, wie man es herstellt. Du. Eigentlich sind Industrial Credits, werden zum Beispiel bei der Presse hergestellt. Die sind ursprünglich wirklich mal als Zahlungsmittel geplant gewesen. Einige Villager nehmen die Tatsache auch. Ist aber ziemlich hinfällig. Also muss man sich eigentlich nicht so die großen Gedanken drum machen. Klingt gut. Iron Ore Blocks. Ach, du musst die Blöcke rausmachen, dann musst du die abbauen oder was? Ich hab 8 Iron Ores. Ne, es gibt aus den Pflanzen kann man nachher dann, wenn man die richtig kombiniert, 8 Iron Ore machen. Und das heißt 16 Eisen. Ja, stimmt. Das sind die Eisenpflanzen oder was? Das ist schon echt nice, ja. Wenn wir natürlich irgendwann mal eine Quarry haben in einer anderen Dimension, dann geht es, denke ich, noch schneller mit dem Eisen. Es ist Tatsache so, dass wenn man diese Pflanzen kann man komplett automatisieren. Und wir haben es bei ApeSky ja auch gemacht. Das ist nachher so übel effizient, dass man nichts anderes mehr braucht, ja. Das will ich. Planter, Harvester, dann kann man sich Diamantpflanzen und so hinsetzen und dann ist alles, also das ist echt der Hammer. Wie lange brauchen wir, bis wir das haben, Sebi? Lange. Also bei unserer aktuellen Arbeitsgeschwindigkeit würde ich sagen noch so 8 bis 10 Wochen. Echt? Wieso? Was brauchen wir dafür so Dringendes? Naja, wir kommen einfach nicht vorwärts, das ist der Punkt. Jeder macht hier irgendwie so sein kleines Stückchen etwas selbst und das war's. Ja, aber das können wir. Ja, das sind und zwar wir. Gut. Es geht doch den Leuten hier eh bloß ums Quatschen teilweise. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Es ist doch auch so, ganz ehrlich, was machen wir denn hier Effizientes? Nichts. Wieso? Yeah. Die Voice, die züchtet die Pflanzen hier. Also wenn das nicht effizient ist, was die hier macht. Oh. Okay. Voice ist die einzige, die hier effizient arbeitet. Ja. Dann ist Voice ab jetzt Dr. Green Thumb. Brauchst du auch das hier? Leute, was brauchst du doch, ne? Kein Samen bei rausgekommen? Nee. Samen. Samen. Er hat Samen gesagt. Verzeihung. Da können wir direkt mal 16 Ores machen. So, jetzt darf ich gleich wieder in den Untergrund und darf mir Quarz-Cobblestone besorgen. Warum haben wir eigentlich so viele Essence-Berry-Bushes? Kann mir jemand sagen? Weil die sich lohnen. Ja, aber... Weiß ich, ich hab darauf gesucht auf einem anderen Server. Ja, was? Kommst du? Was gibt's? Eisen? Yay. 16. Geht ja relativ schnell. Ja, wenn sie mit der Gießkanne hinterher ist, schon. Aber das ist auch eine Arbeit. Also, die macht Mia bei uns auch ganz gerne. Hm. Ja, das ist doch. Einfach nur eintönig. Ja, aber wenn's auch einer gerne macht? Guck nebenbei noch Live in a Day. Läuft. Okay, das ist natürlich ein Trick. Wenn ich euch beim Quatschen zuhöre. So, was wollte ich machen? So. Ich baue einfach mal irgendwas Interessantes. Wollen wir mal? Soll ich mal machen? Du willst was? Okay. Jetzt sterb. Tschüss. Tschüss. Jenny. Könnte interessant werden. Yay, 7 Eisenpflanzen. Gibt's hier oben einen Harvester? Ja. Harvester und Planter brauchst du dafür. Die sind gar nicht so schwer zu bauen. Das Problem ist eher dann die Einstellung und du brauchst einen Haufen Pipes für, du brauchst einen Haufen Energie für. Menge Energie. Obwohl unsere Energieproduktion wahrscheinlich bei weitem das übersteigt, was wir momentan verbrauchen. Kann sein. Ich gehe stark davon aus. Meine Pickaxe hat gerade plink gemacht. Und ich glaube, die ist jetzt broken. Sag mal, seit wann muss man eigentlich so viel futtern hier auf dem Server? Ey, ist ja unglaublich. Ich habe bis jetzt noch keinen Hunger verloren.
ist so übel. Ich habe jetzt irgendwie, seit wir angefangen haben aufzunehmen, 8 Tomaten, 4 Äpfel und jetzt fast 16 Brote gegessen. Was machst du denn? Brother? Ich habe gerade mal ein ja. Steak gegessen. Warst du das letzte Mal in meiner Smeltery, oder? Nee. Kann es zufällig sein, dass du die Barrenform rausgenommen hast? Ich glaube irgendwie schon. Du hast doch bei mir Alumite-Zeug gemacht. Mach dir eine neue Barrenform. Ja, kann ich nicht, wenn Alumite drin ist. Warte, ich bring dir die Barrenform vorbei. Ich wollte sowieso mal zu dir rüberkommen. Ich bring dir mal unsere vorbei und dann kannst du mir mit einem Alumite helfen, meine Pickaxe zu reparieren. Ja, das bin ich, wollte ich nämlich auch gerade mal. Meine Schaufel ist das kaputt. Ihr habt Probleme. So. Da ist die Barrenform. Klick, klick. Lecker, rosa. Wie viel Alumite hast du denn gemacht? Eine Menge. Also kann ich dir gleich 3 abzwacken. Ja, ich verdiene er sich. Ich mache das auch lieber in größerem Maßstab, ehrlich gesagt, weil es ist halt einfach zu nervig, das immer wieder zu machen. Haben wir Clay? Bestimmt. Ein bisschen was. Welche Kiste würde ich das finden? In der Dirt Gravel Kiste wahrscheinlich. Da, wo es dreckig ist. Die Geschichte, oder die Stimme aus dem Background. Die Stimme ist übrigens extrem interessant. Die sorgt für sehr starke Emotionsausbrüche bei meinen Abonnenten. Warum? Echt? Wieso? Och, ich hab immer warte mal, ich kann es dir jetzt leider nicht zeigen, weil du ja leider nicht online bist, aber ich hab ständig diese Smileys mit. Oh, diese Stimme. So, ja, so sehen die Kommentare dann immer aus. Ja, ihr könnt mich auch buchen, wenn ihr wollt. Oh. Ich spreche euch alles. Ich wurde auch letztens, habe ich so auf Arbeit gemacht, guckte mich unsere Sekretärin so ganz komisch an und meinte so, sie sollten dafür Geld verlangen. Ja. Ja, ich verstehe auch nicht, warum ich nicht schon irgendwie Telefonsex irgendwo... Kann der da was vermitteln, wenn du willst? Das kannst du doch während dem Zocken auch machen. Nebenbei. Glaub mir, die Leute merken das nicht. Stell dir mal vor, hallo, und dann ist mittendrin beim Left 4 Dead, du dummer Wichser, du scheiß Mistvieh. Ja, manche stehen da drauf. Ich kann das aber auch sexy sagen. Oh, du dummer Wichser, du scheiß Drecksvieh. Alter. Und du solltest das echt machen, Fee. Und schon ist wieder irgendwas kaputt gegangen bei mir. Tim, Tim, Tim. Wie konnte das bloß passieren? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, manchmal entwickeln sich die Dinge komisch. Da auf jeden Fall. Eine Stimme. Eine Stimme. Ja, aber im Endeffekt kann man ja auch gerade Leute, die man nicht sieht, nur daran bring messen. Vorbei. Ich. Lass dir doch ein Foto geben. Du darfst ja einfach denken, ich bin 1,62 groß und wiege 91 Kilo und dann brauchst du überhaupt nicht mehr mit der Stimme nachdenken. Wieso? Es ist doch. Frag mich in 3 Monaten nochmal. Also ich möchte wieder auf 91 Kilo kommen. Muss ich ehrlich gestehen. Du bist ein Arschloch! Nein, ich meine runter, ja? Ja, schon klar. Du bist ja auch ein Kerl, Mann. Aber ich bin aber nur minimal größer als du, muss ich dazu sagen. Naja, ich komme halt auch sehr nach meiner Uroma und die war halt auch immer sehr... Also, wenn ich meine Hände angucke, ist das Uromas Hände. Also, ohne Witz. Außer, dass sie sind noch was, nicht faltig. Was, du hast jetzt schon in deinem Alter Oma-Hände? Gar nicht. Sagen, faltig oder was? Gar nicht. Aber die sind halt von der Form her und von der Nagelform sind die exakt die von meiner Uroma, die Hände. Ohne Witz. Hast sie geklaut? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber die war auch so, also halt moppelig Hammer. Und so. Aber ich will das nicht. Ich finde das doof.
Ich möchte auch mal in den Laden gehen und schöne Sachen kaufen. Ja, das und ist. Und nicht irgendwie genau auf Größe 44 rumkrebsen. Ich meine, 44 ist nicht. Es gibt jetzt bestimmt Frauen, die sagen: Oh Gott, ich trage 58, sei doch froh, dass du 44 hast. Aber es nervt. Nee, aber Feder, kann ich dich verstehen. Mir ging es damals auch so. Ja, ich kann es auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Gebe ich ehrlich zu. Also, es ist der einzige Grund, warum ich wieder angefangen habe, zu McFit zu gehen. Und ich muss sagen, ich bin heute das dritte Mal gelaufen, jetzt seit ich angefangen habe. Und es ging schon so viel besser. Und ich hatte echt Lust. Ich war am Laufen und hatte voll gute Laune. Ich dachte, ah, ist das schön. Ah. Bin ich so durch den Wald gelaufen, hatte voll die gute Laune. Da hatte ich bisher noch nie. Bisher habe ich Laufen immer als interpretiert und erfahren. Ja, aber Laufen an sich macht unheimlich viel Spaß. Ja, ich persönlich bin eher der Fahrradmensch. Ich bin fahrradgeschädigt, weil ich musste mein ganzes Leben lang, wir hatten ja kein Auto, mit dem Fahrrad überall hinfahren, bis ich irgendwann selbst ein Auto hatte. Deshalb habe ich ein Trauma von Fahrrädern. Aber mittlerweile traue ich mich auch mal wieder so ein Stück irgendwie zum Lidl zu fahren oder so. Okay, also wie gesagt, ich liebe Fahrräder. Ich wünschte, ich könnte mir ein gutes leisten. Ich habe auch nur so eine alte Knatterkiste, die noch nicht mal mehr bremsen kann. So einen richtig schönen Drahtesel. Ja, und das verliert auch hinten immer Luft. Also ich muss alle 2 Tage aufpumpen. Und es rostet und es ist nicht gesund. Aber ich habe es für 10 Euro gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Hast du Eisen-Dings wieder? Boys? Komm zu dir. Ich will ja auch gar nicht so mega dünn sein. Ich will einfach irgendwie so Größe 40, 38, 40. Wäre super. Wer will 34 haben? Die ganzen Mädels können alle schön hungern, habe ich keinen Bock drauf. Aber einfach in den Laden gehen. Nein, aber das kommt auch drauf an, was du für einen Stoffwechsel hast. Und es kommt drauf an, wie dein Körper das, also wenn du mehr Sport machst und dein Körper drauf getrimmt ist, dass er Fett verbrennt, dann arbeitet er ja auch ganz anders. Meine Frau isst 2x so viel wie ich. Und ist, will ich wirklich sagen, richtig dünn. Ja, aber dann funktioniert ihr System halt anders. Jeder Mensch ist ja anders und bei mir setzt es immer gleich an. Ja, ich kenne das. Nicht so wie Kohlehydrate. Kaum habe ich ein Brot gegessen oder so. Ich muss das auch essen, weil wenn ich keine Kohlehydrate zu mir nehme oder nur wenig, dann denke ich immer die ganze Zeit, ich brauche Kohlehydrate. Mein Körper braucht sie. Also ist für mich die logische Konsequenz, dann bitch, mach mehr Sport. Wenn du Kohlehydrate essen willst und zwar so viel wie dein Körper haben möchte, dann mach mehr Sport. Richtig. So, habe ich jetzt richtig interpretiert, ne? Gut. Ist ja, genau richtig, aber da musst du halt dann auch trotzdem aufpassen, ne? Ja, ich habe jetzt angefangen, was ich überhaupt nicht mag, aber ich habe jetzt angefangen, Kalorien zu zählen. Weil, ich meine, so 200 Kalorien Brot sind nun mal nicht das gleiche wie 200 Kalorien Paprika. Wobei du bei 200 Kalorien Paprika echt, wer weiß, wie viel Kilo Paprika essen müsstest. Ja, ja, das ist schon 200 Kalorien Paprika, musst du erstmal schaffen. Aber jetzt überleg mal einfach 200 Kalorien oder 600 Kalorien Burger oder 600 Kalorien Quinoa-Wrap mit Gemüse. Das ist was anderes für den Körper, deshalb sind Kalorien nicht Kalorien und deshalb mag ich nicht dieses Kalorienzählen. Das finde ich doof. Ja. Weil dann sagt, zum Beispiel, dann sagen Freunde von mir so, ach ja, ich zähle ja Kalorien. Oh, ich habe heute schon so wenig gegessen. Oh, dann kann ich mir jetzt den Schokoriegel gönnen. Ist ja egal. Du weißt, das ist schon. Das gleiche wie bei Weight Watchers. Ey, ja. Weight Watchers funktioniert ohne Mist. Ja, also ich habe im Bekanntenkreis und im Verwandtenkreis 10 Leute und sei mir nicht böse, wenn die sagen, die dürfen eine Pizza essen. Ja. Obwohl sie abnehmen möchten. Nee, sei mir nicht böse. Kannst du, aber dann mach sie selber und mach sie klein. Nein, genau. Tiefkühlpizza. Ja. Das geht, wenn du die Hälfte isst. Ja, das kannst du, das kannst du tatsächlich alles machen. Das hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Der Punkt ist nur, bei Weight Watchers ist es trotzdem so, dass die Leute sich dann nicht explizit daran halten, was sie wirklich machen sollen. Und dann fängt es nicht an. Genau, wenn du ja auch weniger isst und einfach sagst, nee, ich mache jetzt Null-Diät und ich esse nichts mehr. Dann Null-Diät ist der falsche Ansatz. Ja, dann gewöhnt der Körper sich daran, weniger Kalorien noch zu verbrauchen. Und irgendwann bist du unten bei 1200 Kalorien und nimmst zu, wenn du 1200 Kalorien am Tag isst. Das ist mein Fehler gewesen. Ich habe manchmal, also nicht Null-Diät gemacht, aber ich habe zu wenig gegessen dafür. Und dass ich ja auch ständig Hunger hatte. Und dann habe ich jetzt irgendwie mich mit 1300 Kalorien ernährt und auf einmal fing mein Körper an zuzunehmen. Und ich dachte, what the fuck? Du musst doch einen Grundumsatz irgendwo bei 1600 haben, weil dein Körper muss ja auch atmen und schlucken und verdauen. Ja, denkst du.